Hallo? Hallo, Cenk. Hier spricht Rıza. Wie du es mir versprochen hast, wurde ich heute entlassen. Ich wollte nochmal Danke für alles sagen. Ach, kein Problem. Unter Brüdern ist doch sowas selbstverständlich. Und? Wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit wieder aus dem Knast raus zu sein? Einsam. Ich hol mir meine Bereiche, Mann. Hast du verstanden, dass das klar ist? Sag deinen Jungs, sie sollen auf sich aufpassen. Rıza? Mein Kleiner, lass dich umarmen. Schön, dass du wieder zurück bist. Das Gefängnis hat dir aber gut getan. Ja, was du nicht sagst, Abi. Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber was ist los mit dir? Bist du denn so beschäftigt, dass du mich nicht abholen kannst? Hey, du weißt, wie die Geschäfte laufen. Unsere Feinde lauern überall. Wir müssen immer auf der Hut sein. Lassen wir mal die Diskussion, okay? Du bist jetzt draußen, jetzt müssen wir feiern. Seid, mach uns eine Flasche auf. Lass mal sein, wir haben Wichtigeres zu besprechen. Wie du meinst. Also, Abi, ich will die Summe, die du mir versprochen hast. Das Geschäft überlasse ich dir. Ich glaube, ich habe genug für die Familie getan. Tja, dann glaube ich, haben wir ein kleines Problem. Was für ein Problem? Glaubst du wirklich, dass ich so dumm bin? Glaubst du wirklich, dass ich nicht weiß, warum du so frühzeitig entlassen worden bist? Wovon redest du? Du fragst noch, wovon ich rede? Mann, du hast die Familie verraten! Beruhig dich! Du kannst mich nicht wegen so einem Grund als Verräter abstempeln. Und ob ich das kann? Ich bin dein Bruder. Er hat mich ja nur rausgeholt. Er ist auch dein Bruder. Dieser Bastard. Dieser Möchtegern-Anwalt ist nicht mein Bruder. Verstanden? Unser Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er das sehen würde. Hast du überhaupt keinen Rückgrat? Ich bin für dich 5 Jahre gesessen. Du bist der Letzte, der mit mir so reden darf. Außerdem erzähl du mir nichts vom Rückgrat. Wenn es nach mir gehen würde, würdest du noch mal 5 Jahre sitzen. Ein junger Herr ist eingetroffen. Komm rein. Setz dich. Willst du was zu essen? Nein, danke. Ich bleib nicht lang. Ich bringe nur die Grüße von unserer Mutter. Sie sagt, sie ist stolz auf dich. Wie du mit Rıza und Vater umgegangen bist. Das war beachtenswert. Richtig schöne Grüße aus von mir. Das werde ich. Können wir unter 4 Augen sprechen? Tja, ich weiß nicht, wie es dir Mutter beigebracht hat. Aber meine Männer sind wie meine Brüder. Also tu dir keinen Zwang an. Sprich. Wie deine Brüder? Ist das dein Ernst?
Wir wissen beide ganz genau, was du nicht einmal vor einer halben Stunde unserem Bruder angetan hast. Also bitte. Unsere Mutter? Sie sagt, wir sind noch immer einer zu viel. Willst du mir drohen? Drohen?